Der Wahlkampf für die Europawahlen in Italien hat begonnen. Am Montag um 16 Uhr lief für die Parteien die Frist ab, ihre Logos beim Innenministerium zu hinterlegen und damit ihre Teilnahme offiziell zu machen. Die Forza Italia hat damit bis kurz vor Schluss gewartet. Der Schriftzug im Logo, der Name ihres verstorbenen Vorsitzenden Berlusconi. L'inserimento del nome Berlusconi nello statuto, non solo nel simbolo di Forza Italia. Forza Italia ist nicht die einzige Partei, die den Namen ihres Vorsitzenden in ihr Logo aufgenommen hat. Auch die Fratelli d'Italia mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und die Lega mit Matteo Salvini haben das gemacht. Die Fünf-Sterne-Bewegung traf eine andere Entscheidung. Ihr Logo ziert der Hashtag Peace. Il contrassegno qui al Viminale è il Partito Democratico, la cui dirigenza si è spaccata sulla volontà della segretaria Elly Schlein di mettere il suo nome nel logo. Ha fatto discutere infatti l'inedita personalizzazione del partito, che ha sempre evitato di identificare il voto con il suo segretario. Schließlich verkündete Schlein in einem Live-Instagram ihre Entscheidung. Sie wird als Spitzenkandidatin für die Wahlkreise Zentrum und Inseln antreten. Aber ihr Name wird nicht auf dem Logo stehen, weil er mehr spalte als Stärke und die Partei ihn nicht brauche. Una cosa è certa, la campagna elettorale dei Dem non comincia nel migliore dei modi. Michela Morsa, Euronews, Roma.